Psychotherapie wird von immer mehr Personen in Anspruch genommen. Die Zunahme der therapeutischen Kommunikation ist ein gesellschaftliches Phänomen. Es ist auffällig genug, um zu versuchen, es mit einem systemtheoretischen Blick genauer zu betrachten. Rund ein Drittel der erwachsenen Bevölkerung in Deutschland leidet nach Expertenmeinung an einer psychischen Erkrankung. Weltweit lässt sich Ähnliches vermuten. Eine Gesellschaft auf der Suche nach sich selbst. Die Seele, so scheint es, ist verloren gegangen, die eigene Identität in Frage gestellt. Es geht darum, sie wiederzufinden, zu lernen, sie zu lieben, sie zu kurieren oder sie neu zu entwickeln. Der Film experimentiert damit, die Psychotherapie als ein System zu beschreiben. Den Beobachtungsstandpunkt dafür nimmt der Systemtheoretiker Prof. Dr. Peter Fuchs ein. Bei der Beschreibung der psychotherapeutischen Kommunikation unterstützt ihn der systemische Psychotherapeut Josef Heck. Von der Unterschiedlichkeit der psychischen. In der modernen Gesellschaft haben sich eigenständige Funktionssysteme gebildet. Die abstrakten Kriterien der Systemtheorie werden auf Psychotherapie angewendet und praxisorientiert erklärt. Das ungewohnte Vokabular wird handhabbar durch Grafiken, therapeutische Szenen und historische Exkurse. Wie sieht psychotherapeutische Kommunikation aus? Wie unterscheidet sie sich von anderen? Wieso kann die Systemtheorie davon reden, dass nicht mehr der Mensch, sondern allein die Kommunikation kommuniziert? Wie ist es zu denken, dass auch die Psyche eine eigene Zeitstruktur hat und eigenständig operiert? Wie kommt dann Kommunikation im Sozialen und das Denken der Psyche zusammen? Ist der Klient ein Text, das selbst eine Erzählung? Und wie ist dann Veränderung und Heilung zu denken? Soll und kann die Psychotherapie Fiktionen behandeln? Der Film wendet sich an Therapeuten und Therapeutinnen, die etwas über Systemtheorie erfahren möchten. Für Kenner der Denkweise von Niklas Luhmann zeigt sich ein weiteres Beispiel angewandter Systemtheorie.